Freitag Omsi, Samstag GFM und dann Sonntag wieder Omsi. Und dann habe ich ja Omsi-Folgen bis Dienstag und hier weiß ich nicht, wie viele wir hier rauskriegen. Jetzt haben wir genau, jetzt haben wir halbe Stunde, also mindestens schon zwei Folgen. Und wir haben noch 200, über 200 Kilometer, also wird wahrscheinlich noch ein bisschen was zusammenkommen. Wenn die Autobahn gesperrt ist, sogar noch ein bisschen mehr. Worauf ich jetzt eigentlich keine Lust hätte. Also nicht auf länger fahren, sondern einfach, dass die Autobahn gesperrt ist. Von der Grafik ist das Spiel ja gar nicht so scheiße. Fällt mir auf. Welches? Was ist das hier? Boah, geht eigentlich. Also von der Grafik her hier, das von TRL jetzt hier, der Fernbus ist an sich, wenn man das jetzt mit Omsi jetzt auch aus auf den Stand machen würde, eigentlich recht gut. Ist aber halt auch ganz andere Engine. Omsi hat ja eine eigene Engine. Ja, Omsi wurde ja 2000 entwickelt. Also da wurde die Engine da so entwickelt. 2000? Naja, so also recht alt. Wie lange arbeiten die schon? Lotus, ja, Instagram ist gut. Da arbeiten sie wohl jetzt besser. Ja, aber seit wann arbeiten die an Lotus eigentlich? Stimmt doch schon 5 Jahre. Gut. Das ist Auto, falsch. Auto, das ist die Baustelle fängt hier in echt noch nicht an. Die fängt weiter vorne bei Ettlingen erst an. Die Dauerbaustelle, die richtig lang ist. Nee, das war optische Täuschung, ich wurde nicht geblitzt. Nee, gebräunt. Oh, geschmeid ich aus der Ding raus. Wir machen mal Platz, damit die auch rüberziehen können da drüben alle. Da geht eine Spur. Nicht auf die Leitplanke sollte ich Leitplanke, nicht fahren. Leitplanke, mit einem Bus. Mit dem Doppeldeckerbus. So in Mannheim gibt es ja so, ja, am Busbahnhof Anzeige, da war, standen irgendwie 10 Busse drauf. Ne, da standen 15 Busse drauf, die in nächster Zeit abfahren. 14 davon waren Flixbus. Alles klar. Und einer, der irgendwie, glaube ich, Deutsche Bahnbus oder so. Alle zu spät, Deutsche Bahn. Wow! Ja, das ist hier, wenn der, es ist immer so, die S-Bahn ist immer pünktlich. Aber die wartet nicht, weil zwischen Heidelberg und Mannheim im Moment SEV ist, wartet die nicht auf den SEV, sondern fährt einfach weg, wenn der SEV zu spät ist. Komm, wir müssen auf den nächsten. Ja, die nächste kommt, die fährt Stundentakt. Außer die 6, die fährt halbe Stunde Takt. Aber die fährt noch meins, also da will ich, wollen nicht so viele hin. Aber dafür gibt es ja bei der 1 noch die 2. Also im Endeffakt ist zwischen Homburg und Osterburgen die 1 und ein Kurzläufer quasi ist es die 2. Die ist Kaiserslautern, Musbach. Und wenn man das halt auch Heidelberg, Mannheim und dort ist dann halt halbe Stunde Tag. Weil die S2 einmal in der Stunde fährt und die 1er einmal in der Stunde fährt. Das ist auch wie bei der 3 und 4. Die 3 fährt Karlsruhe Hauptbahnhof Germersheim, die andere Bruchsal Germersheim. Und die fahren auch jeweils beide im Stundentakt und dadurch entsteht halt halbe Stunde Takt. Also sie war tatsächlich nicht gesperrt, das finde ich gut. Fahren ja hier, also noch nicht. Als ob ich hier schon wieder. Warum war da eigentlich noch dreispurig? Frage ich mich gerade. Das ergibt keinen Sinn. Die ist Wiesloch. Ach doch, Wiesloch kommt eine dritte Spur dazu. Wiesloch kommt eine dritte Spur dazu.
also in echt, und geht dann Dreieck Karlsruhe weg. Also da, wo es auf die A8 geht, wo wir vorhin vorbeigefahren sind, wo es dann rechts hochkam, wir links in die Baustelle reingefahren sind. Da geht eigentlich die dritte Spur weg. Und können wir 75 fahren? Das ist ja ein Neoplan. Ziehen wir hier rüber. Eigentlich darf ich ja gar nicht, wenn ich niemand überhole, links fahren. Aber ich. Doch, du holst den Windschatten. Die Luft. Ja. Hast du mich Es letztens ist ja, ach so, angeschrieben? ja, ich habe dich ge wann? Wegen das hier. Das war auch heute um 4:30 morgens. Gestern. Nee, es war heute. Das Omsiathlon Köln wird hier angekündigt, fällt mir gerade ein. Ja, da habe ich auch irgendwas gehört Da, jetzt. auf Köln freue ich mich eigentlich auch ziemlich. Ich meine, es hat bis jetzt noch keine Bilder oder sonst was, glaube ich, gesehen. Ja, aber Köln ist eine geile Stadt. Also ich finde Köln Ja, an schön. sich schon eine interessante Stadt. Es hat nur die Frage, was sie jetzt da umsetzen. Was ich halt einfach, was ich nicht so scheiße finde, irgendwo Metropole Ruhr, aber auch nicht geil ist, irgendwie so München oder London. Dann kann ich einfach nichts anfangen. Jeder seinen Geschmack. Also Vor nicht allem, weil exakt. München MAN-Stadt ist, das reicht schon. MAN, dann tschüss. Wenn ich dieses Wort MAN höre, ist tschüss. Deswegen fahren wir auch hier Neo. Bla. Ja, Neoplan kann auf jeder Sache Ja, eben. surfen. Und egal, ob Leitplanke oder Leitplanke. Baumauer. Oder Leitplanke. Hauptsache, er kann den MAN überholen. Ja, das war ja mein Plan. Und jetzt. Aber kommt dafür fast nicht Buckel hoch. Junge, das ist auf der A5 nie so steil. Das ist vielleicht auf der A3 so. Aber nimm die mal auf der 5. Ich glaube, da hat jemand angefangen zu niesen, deswegen ist es so hochgekommen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, zu hoch, egal. Keine Ahnung so. Kommst auf Ideen? Ja, kann ja sein. Das ist jetzt hier die lange Baustelle. Die geht bis kurz vor Raststadt, in echt. In der Raststadt der Rast. Also Das mit dir machen sie heute die los. Rosten. Ernsthaft. Ja, nein. Da ist Rast. die Tür. Soll ich anhalten, Tür aufmachen? Ja, kann ich im Sand spielen. Yippie. Ist auch schade, dass ich nur einen Eimer dabei. Ich sollte vielleicht mal. Ich habe mich vorhin bei Omsi-Aufnahmen, ich habe es ja wieder abgebaut zwischendrin. Mein Lenker hat eine Hand gehabt. Das sollte auf der Autobahn bei 100 km/h nicht unbedingt passieren. Sollte nicht der unbedingt der Fall sein. Nein. Innerstädtisch, wenn es 30, 40 geht's ja noch, aber. Oh, das. Ich habe plötzlich mein Lenkrad in der Hand. Also nicht nur das Lenkrad vorne, sondern das ganze Teil halt. Ich weiß nicht, ob du ein Lenkrad hast. Was für eins? Das Thrustmaster T150. Sagt mir exakt gar nichts. Aber okay. Also ist auch ein, also das PC als auch PlayStation lecker. Weiß gar nicht. Meint es, glaube ich, nur. Dann sind meine ich nur PC. Und vielleicht noch PS3. Eventuell PS3 mit einem Verknüpfungskabel. Wenn es hochkommt. Oh, ich bin müde. Meiner ist PC, So dreispurig. PS3 und PS4.
Reichsburg. Das heißt, wir kommen Richtung Freiburg und Basel. Da wird es Das sind nämlich alle jetzt recht. frei. Was? In Freiburg sind alle frei. Da war letztens Tote Hosen Open Air. Glaube ich, oder irgendwie sowas. Da So war da frei, dass alle wahrscheinlich abgehauen auch. sind, weil Tote Hose ist. Ja, da war wahrscheinlich auch Tote Hose auf dem Open Air. Passenden Titel zu passenden Saison Oh. zusammen. Mal gucken, wenn ich das Ganze rendere. Also 15 Uhr muss ich weg. Beziehungsweise schon ein bisschen Schlechte früher. Idee. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich wieder nach Hause komme, rendern. Was? Weitermachen mit der Arbeit. Also mit YouTube. Hier mit Rendern. Farbnest für Omsi ist schon gemacht. Ich habe keine Screenshots gemacht. Subi. Egal. Benutze ich eben für eins. Ich kann ja hier einfach so, wenn mal kurz auf der Autobahn anhalten. Müssen doch bestimmt auch noch irgendwann Pause machen. Ja, zwischen Ja, Basel. 22 in 4 Minuten. Was ist 4 Minuten? Ja, der geplante Pause. 9:28, 15 Minuten Pause. Wenn ich In es Ba. richtig So, weiß. warte mal, sollen wir in Basel drinnen machen Anscheinend. Oder davor. was? Das ist Autobahn, da kommen wir nicht hin. Oder ist das Bundesstraße? Ich glaube, kaum. Da bist du richtig. Ist da nichts? Nee, davor, wo die Parke ist. Das ist vor. Davor. Wie sollen wir danach machen? Dann müssen wir hier unten rumfahren. Ist auch nur auf einer Seite. Was ist das denn? Also dann am Busbahnhof. Juckt mich dann also auch nicht. Machen wir keine Pause. Oder am Busbahnhof die Pause. Oder gar keine. So, Freiburg sind wir vorbei. Jetzt kommt gleich Basel. Kommen wir auch am Badischen Bahnhof vorbei. Und nein, der Badische Bahnhof ist nicht in Deutschland, wie die meisten denken. Der ist in der Schweiz. Nicht in Deutschland. Nee. Wie Niederlande nicht die Hauptstadt von Amsterdam. Ja, nee. Was rede ich hier? Wie Amsterdam nicht die Niederlande von Italien ist. Wie Amsterdam nicht die Hauptstadt von Italien ist. Jetzt habe ich. Gedächtnis so am Schlafen. Ja, das hat letztens jemand gesagt bei mir in der Schule. Das heißt, letztens schon ein bisschen länger her. Amsterdam ist die Hauptstadt von Italien, obwohl Amsterdam eigentlich überhaupt gar keine Hauptstadt ist. Ja, von Niederlande ist Den Haag die Hauptstadt. Amsterdam war, glaube ich, die größte Stadt und die bekannteste, aber nicht die Hauptstadt. Wie in der Schweiz ist Zürich, Ba, man denkt ja erst an Zürich oder Basel, ist aber nicht so, ist Bern. Erdkunde machen wir jetzt hier. War ja mein Lieblingsfach, nicht? Oh, Erdkunde geht eigentlich. Bei uns heißt es ja EG. Eig. EIG? EG. EWG ist Erdkunde-Wirtschaftskunde und EEG. Gemeinschaftskunde. Ich habe EEG verstanden. Also. Hier weg. Geh weg, ewig. Komm hoch. Polizeikontrolle. Kann man auch durchfahren?
Kontrolle. Ja, stimmt. Die Polizei. Also kannst du da deine Pause machen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon rasten kann. Ich hoffe mal. Der Kontrollpunkt ist ja auch intelligent gemacht. Kann ich mal anhalten. Ja, Pause kannst du nach. Führerschein habe ich eigentlich nicht, aber okay. Von 17. Ach, passt doch. Könnte ich. Ach, Ich könnte, ich kann rasten. Der rastet, der rastet. Wir haben Zeit, haben wir noch genug. Muss ich ernsthaft da ganz drüben fahren?